So, jetzt bin ich auf dem Weg nach Dublin. Wir haben jetzt den 16. Heute Morgen bin ich angekommen von meiner Fahrt aus Deutschland und jetzt geht es wieder nach Deutschland. 17. haben wir jetzt. Ich bin also hier in Dublin gewesen. Das ist unser Dubliner Hof. Ich fahre jetzt eine kleine Planänderung. Ich fahre jetzt den einen Trailer. Das ist so ein extra hoher Trailer. 4,60 Meter hoch ist der. Ja, wie gesagt, es geht jetzt also mit dem extra hohen Trailer geht es jetzt zu einer Firma, wo wir eben diese Sachen einladen aufs Aeroport. Jetzt habe ich die Trailer getauscht hier bei Kingspan und jetzt geht es wieder zurück nach Limerick und dann nehme ich dann meinen Trailer auf, mit dem ich dann nach Rosslea fahre. Es sei denn, die haben noch irgendeine andere Idee für mich, wer weiß. Jetzt müssen wir erst sehen, dass wir wieder das Tor da vorne aufkriegen. Da muss noch wieder jemand anrufen. Vorhin hat es eine halbe Stunde gedauert, bis sie es endlich mal aufgemacht haben. Ja, schauen wir mal. So, jetzt habe ich den neuen Trailer drauf. Jemand hat den schon für mich mit Diesel befüllt und hat ihn auch schon sauber gemacht. Jetzt geht es also nach Rosslea zum Hafen. Und dann geht es weiter mit der Fähre. Heute Abend 24 Stunden wieder auf der Fähre nach Frankreich. Dann habe ich eine Abladestelle in Boxmeer, das ist ganz dicht an der deutschen Grenze. Dann eine Abladestelle in Düsseldorf, Ratingen genauer gesagt. Dann wieder der Frankfurter Flughafen, wo wir schon letzte Woche waren. Und dann die letzte Abladestelle in Mainz. Damit sind wir wieder in Dünkirchen. Jetzt geht es erstmal nach Holland. So, das war der erste Kunde. Es ist gerade 7:45. Hat knapp eine halbe Stunde gedauert, das ging richtig schnell. Tür und Tor haben wir auch aufgemacht, jetzt geht es von hier nach Holland, nach Deutschland. Wir sind eigentlich sowieso an der Grenze.
etwa nach Rating. So, damit sind zwei Litrans-Autos wieder in Deutschland. Der Kollege da vorne hat irgendein Problem. Wie ihr eben festgestellt habt, da waren wir schon mal. Die Tanks habt ihr gesehen, den Flughafen habt ihr gesehen, letzte Woche genau das gleiche. Ich fahre jetzt nicht nach Biblis, um dort Zementsäcke zu laden, sondern jetzt fahren wir noch mal nach Mainz, um dort ein paar Paletten, ein paar Paletten auszuladen. Also ich schaffe es heute nicht, zu meinen Eltern zu kommen. Ich bin sowieso unglaublich müde, ich muss einfach nur ins Bett. Da drüben liegt Wiesbaden auf der rechten Seite und links liegt die Stadt Mainz. Jetzt sind wir hier auf dem sogenannten Lerchenberg. Die Deutschen wissen, was das bedeutet, vor allem hier aus dieser Gegend. Das ist, wo zwei große Fernsehanstalten sind. Hier rechts das ZDF, das zweite deutsche Fernsehen. Da drüben ist der Eingang. Aber wir fahren hier links rum. Und auch AV durchlassen. Wie ist das? Das ist hier links. Nämlich nochmal Sat1. Da haben sie auch noch ein Studio oder was auch immer. Gut, in dieser Gegend müssen wir jetzt gleich abladen. Dienstag, 20. Februar. Gestern hier abgeladen und jetzt haben wir 12.30 Uhr gerade die Nachricht bekommen, dass ich in Frankfurt eine Ladung kriege. Da fahren wir jetzt hin. Frankfurt, Osthafen, Zustände, wie in Bolivien hier. Okay. So, jetzt habe ich fertig geladen hier in Frankfurt. Das ist eine Ladung, die ein bisschen speziell ist, wo man
Gurte dran machen muss. Und nochmal links von hier. Hat ein bisschen gedauert, aber sehr nette Leute hier in Frankfurt, wirklich ganz, ganz nett. Sogar echte Frankfurter gewesen. Und das Witzige ist, das ist eine Ladung, die geht jetzt nach Paris. Oh ja, fahren wir eben nach Paris. Ne? Einmal im Bogen gefahren, einmal komplett drin gesunken, weil da drüben ein LKW und ein PKW einen kleinen Unfall haben. Schön hier. Ich muss mich hier irgendwo einen Parkplatz suchen. Das kann witzig werden. Einen schönen guten Morgen. 21. Mittwoch in dieser schönen Gegend habe ich also hier geschlafen, hier direkt am Straßenrand. Als ich angekommen bin gestern Abend, war es noch schön ruhig hier und jetzt ist richtig viel los. Aber jetzt gleich da links um die Ecke, da ist dann die Firma, wo ich hin muss. Jetzt schauen wir mal, wie das losgeht. 0-0. Muss gleich in der Nähe sein irgendwo. Und dann mache ich einfach los und dann geht das los.
Schauen wir mal, wie weit das weg ist. Wird wohl nur ein paar Kilometer sein. So 40 Kilometer im südlichen Teil von Paris. Werde ich gleich nochmal Nicolas anrufen. Hallo Nicolas, ich rufe dich gleich an. Oder wenn du das siehst, dann nicht. Dann weißt du, dann habe ich das schon gemacht. Okay, Nicolas, I'm on the way to your place now. Probably in the south of Paris. Let's say if you have time, if I have time, maybe we will meet. Or we have met. Or we haven't met because it's in the future. Or whatever. Also, los geht's. Geladen und jetzt geht's nach Holland. So, hier seht ihr das ganz normale Chaos in Paris. Wir fahren wirklich langsamer, als wenn man laufen würde. Als ob hier was brennen würde. Sieht gar nicht gut aus. Vom Geruch her wird ein kaputtes Auto, ein Auto mit einem kaputten Motor irgendwie. Das sieht ja toll aus. Nacht in einem Industriegebiet verbracht, wo natürlich überall Parkverbot war, klar, was sonst. Aber wenn man abends um kurz vor 12 Parkplatz sucht, ist das natürlich aussichtslos, auch hier in Holland. Und jetzt fahre ich zum Ausladen, in einer Stunde sind wir da. Fahren wir weiter nach Rotterdam. Dort kriegen wir Chips, French Fries, Bierchockenstremels, Pommes Frites, Pommes de Frites, was wie auch immer die Dinger genannt werden, oder auch von mir aus Energiestäbchen. Die kriegen wir also für Irland wieder geladen. Das haben wir letzte Woche, glaube ich, auch schon gemacht. So, jetzt habe ich meine Kartoffeln geladen, meine Pommes. Meine Irchockenstremels, da sind wir jetzt. Hier unten ist Rotterdam, da sind wir jetzt. Und die Fähre geht von da drüben nach England rüber. Ich muss auch, hier darf ich leider nicht durch. Ich muss hier runterfahren, hier rauffahren. Das ist einmal komplett um den Hafen herum, um einfach nur auf die andere Wasserseite zu kommen. Machen wir das eben. Das ist also der Hafen, der Fährhafen von Hoek van Holland, heißt dieses kleine Örtchen hier. Genau gegenüber kommt gerade ein Schiff und da kommt auch gleich eine Bahn. Ich glaube, das ist erstmal das Schiff, an das hier vorbeifährt. Das sind die England-Fähren. Die eine Fähre